Es ist mal wieder Zeit für einen Disney Haul. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Disney August Haul. Ja, es ist mal wieder Zeit für einen Haul, ein neuer Monat ist rum. Und ja, ich würde mal sagen, der August war relativ erfolgreich, vor allem was Spirit-Jerseys angeht. Irgendwie habe ich ja in den letzten Monaten mich sehr zurückgehalten, was Spirit-Jerseys angeht, was neue Spirit-Jerseys angeht. Und jetzt diesen Monat dachte ich, ja, ich brauche direkt mal 4 neue. aber es sind auch echt schöne Spirit-Jerseys, muss ich sagen. Da konnte ich mich einfach nicht zurückhalten. Und ich weiß, ihr wollt unbedingt nochmal meine Spirit-Jersey-Sammlung sehen und auch meine Ohrensammlung. Das kommt alles, versprochen. Moni, zeig mal deine Ohren und deine Spirit-Jersey-Sammlung, ja? Ihr wisst, aktuell ist alles in Umzugskartons, aber sobald ich umgezogen bin, alles eingeräumt habe, werden diese Videos folgen. Es gibt ja schon so Videos, aber die sind ja schon ein bisschen veraltet und dann wird es ein neues Update Video bezüglich meinen Ohren und meinen Spirit-Jerseys geben. Aber dazu später im Jahr mehr. Ja, was ist alles dabei? Wir haben natürlich Primark. Ich hab euch ja im Primark-Video aus Bonn erzählt, dass ich euch im August heute zeige, was ich gekauft habe. Dann, ja, wie gesagt, die Spirit-Jerseys aus Shop Disney, aber auch im Disneyland Paris. Dann so einzelne Shops. Locana zeige ich euch. Und von Aldo habe ich mir auch was von der neuen Kollektion bestellt. Genau. Das ist so der Plan und ich würde sagen, wir starten. Und bevor wir starten, noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr das noch nachholen würdet und auf die Glocke drückt, dann verpasst ihr auch keins dieser Videos, die Hauls, die Trips, die Disneyland Paris Ausflüge, Tipps und Tricks Videos. All das verpasst ihr nicht, wenn ihr auf die Glocke drückt, dann bekommt ihr immer so eine kleine Push-Nachricht, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich auch gerne mich über ein Like freuen. An der Stelle schon mal vielen Dank für euren Support. Ja, starten wir mit Primark. Das war ja direkt am Anfang des Monats. Und ich sage euch mal die zwei Sachen, die nicht von Disney sind, weil ich die immer sehr praktisch finde. Einmal diese Haarspangen liebe ich einfach vom Primark. Die kosten auch nur 3,50 Euro. Und ja, mega gut, habe ich immer irgendwie auf Reisen dabei, aber auch zu Hause mache ich mir gerne mal die Haare hoch. Und dann hier noch so ein Glitzer-Haarreife, auch für 3,50 in so einem Beige-Glitzerton. Ja, das waren die zwei Nicht-Disney-Sachen. Eigentlich gelogen, aber das habe ich nicht gekauft, das hat Brina mir mitgebracht. Und zwar das Barbie-Tank-Top, dieses Crop-Top, hat sie mir gekauft für 10 Euro im Primark in Kaiserslautern. Das hatte ich bei mir gar nicht gesehen in Bonn und das hat sie mir am Wochenende im Disneyland Paris dann gegeben. Genau, und jetzt kommen die Sachen von Disney, die ich in Bonn gekauft habe. Das Video, wenn euch das interessiert, was sonst so an Disney-Sachen in Bonn gibt, schaut da gerne mal vorbei. Aber es ist natürlich jetzt schon fast einen Monat alt. Ob es das noch alles gibt, weiß man nicht. Aber ich habe mir zwei Munchlings gekauft. Mickey und Minnie, sind sie nicht süß? Mega cute. 5 Euro pro Munchling. Mickey als Zimtschnecke und Minnie als Cupcake. Kann ich die hier hinstellen oder fallen die dann runter? Hm. Mickey steht schon mal. Na, Minnie wird, glaube ich, schwieriger. Nee. Minnie wird nix. Nee, Minnie wird nix. Dann habe ich mir einen Pyjama gekauft. Und zwar einen kurzen Pyjama, sieht man hier auf dem Bild. Und der fühlt sich so schön soft an. Für 13 Euro. Eigentlich ist der Sommer jetzt vorbei, aber ich fliege ja noch in Urlaub. Da kommt dann der Pyjama mit. Dann habe ich mir zwei Bettsheets, also Bettbezüge gekauft. Also Matratzenbezüge, so heißt das. Für jeweils 9 Euro. Und zwar in der Größe 90 x 2 Meter. Und ich habe ja ein Doppelbett mit jeweils 90 x 2 Meter. Also ja, perfekt. Richtig gut. Jetzt auch für die neue Wohnung. Dann habe ich mir, ich habe eigentlich so viele Hoodies, aber ich liebe auch jetzt Hoodies. Und jetzt kommt langsam die Jahreszeit wieder für Hoodies. Habe ich mir den auch mitgenommen, weil ich ihn wirklich sehr schön fand mit dem Schloss. Hier oben steht Disney Princess drauf und hier unten steht Once Upon a Time.
Und der Pullover hat 13 Euro gekostet und ist auch super kuschelig, weich und so. Also ja, mega schön. Dann habe ich mir das jetzt auch noch für den Urlaub gekauft. Und zwar sind das so Klammern für Handtücher, also Handtuchhalterklammern für 3,50 jeweils. Und wenn man eine Sonnenliege hat, kann man die Klammer dann oben drauf machen und dann rutscht das Handtuch zum Beispiel nicht immer runter. Das habe ich jetzt auch schon von No Name, einfach von Amazon, jetzt im Disney-Design, obwohl ich jetzt nicht der größte Lilo und Stitch-Fan bin, aber es ist wenigstens Disney. Ja, und deswegen habe ich die beiden mitgenommen, weil ich auch immer im Urlaub solche Handtuchhalter dabei habe, damit das Handtuch nicht die Sonnenliege runterrutscht. Ganz einfach, sehr praktisch, muss ich sagen. Dann neue Küchentücher. Achso, die sind gar nicht vom Primark, die muss ich euch gleich zeigen. Kommt dann bei den sonstigen Shops. Aber ja, trotzdem Küchentücher, und zwar einmal von der Munchling-Kollektion diese für 6 Euro, diese Küchentücher. Hier ist einmal Mini als Cupcake und hier hinten einmal als großes Cupcake. Und dann diese Putztücher, Mikrofasertücher für 2,50 Euro, sind 4 Stück. Und da ist, glaube ich, Mickey und Mini und ja, verschiedene Disney-Designs, die packe ich jetzt nicht aus, aus der Minnie-Maus-Kollektion. Und last but not least gab es das, glaube ich, im Sale. Und zwar für 3 Euro habe ich mir noch hier diese pinke Shorts mitgenommen für den Urlaub. Echt praktisch. Ja, das war alles, was ich im Primark geshoppt habe. Ja, bleiben wir bei sonstigen Shops. Ich habe es ja eben schon erwähnt, da zeige ich euch, was ich gerade weggelegt habe. Und zwar Küchenhandtücher aus TK Maxx. Wir waren in Köln, in Bonn auch beim TK Maxx. Und da habe ich mir die beiden mitgenommen. Einmal mit Mini für 10,99 Euro. Das ist ein Set of 3, also 3 Stück. Genau. Und dasselbe nochmal mit Alice im Wunderland. Die fand ich so schön mit den Blumen und das Rosa. Hat auch 10,99 Euro gekostet. Dann hat mir die liebe Kimberly, ist eine Customerin im Disneyland Paris. Die war auf der Disney Cruise und hat mir Ohren mitgebracht. Ich hatte das in meiner Story gepostet mal, dass ich gerne diese Ohren hätte, weil die zum 25. Geburtstag von Disney Cruise limitiert sind. Also die gibt es nur zum 25. Geburtstag. Und wie schön glitzern die bitte. Also in dem Licht, das ist wahnsinnig schön. Ich liebe sie und ich bin sehr dankbar, dass sie mir die mitgebracht hat. Ja, jetzt muss ich noch mal auf Disney Cruise fahren. Haben $45 gekostet. Ja, amerikanische Preise natürlich, aber bin trotzdem extrem happy, diese Ohren bekommen zu haben. Dann, ja, bleiben wir bei ausländischen Merch, was teuer ist. Und zwar habe ich, Brina und ich haben uns bei Bello Shop Hong Kong, also ich verlinke euch wieder alles unten in der Infobox, haben uns den Hut hier bestellt. Diesmal haben wir Zoll bezahlt. Ich habe ja in meinem letzten Haul auch Sachen von Bello Shop Hong Kong gezeigt. Und da habe ich keinen Zoll bezahlen müssen. Hier mussten wir jetzt Zoll bezahlen, das waren nur die 2 Mützen drin. Haben wir 10 Euro Zoll bezahlen, nachbezahlen müssen. Also wahrscheinlich, das ist echt Glückssache. Sehen so aus, mit der ganzen Gang. Und hinten steht 40 Jahre Dreams Go Round, Tokyo Disney Resort. Und in echt sieht er so viel schöner aus. Ich hatte ihn jetzt auch schon mal an im Disneyland Paris. Ich ziehe euch auch gerne mal an. Und er war nicht günstig. Ich glaube, wir haben 60 Euro für den Hut bezahlt. Ja, aber mit Versand und Personal Shopper, also das ist ja eine Art Personal Shopper Seite. Aber er ist wirklich einzigartig und ich bin trotzdem happy, ihn gekauft zu haben. Dann machen weiter mit einem schönen neuen Halstuch, was ich mir gekauft habe von Frogbox. Verlinke ich euch auch unten. Es war im Sale, ich glaube, es ist nur noch 30 Euro, was immer noch teuer ist für ein Tuch, aber Frogbox ist immer generell teuer. Aber ich bin dieser Marke verfallen. Und zwar dieses Chip 'n Dale Tuch. Seht ihr das? Da sind überall Chip 'n Dale drauf. Also ist mega süß, das Tuch. Und ja, es gibt ja so wenig Disney-Halstücher und deswegen, wenn es so welche gibt und die auch noch so besonders sind, dann kaufe ich mir auch eins. Und ich bin eh so ein Tuch- und Schal-Liebling. Sobald so unter 18 Grad ziehe ich schon gerne Tücher an.
Und dann kommen wir zum letzten Teil aus einem anderen Shop. Und den Shop habe ich euch beim letzten Mal schon vorgestellt. Und zwar Mojito. Und ich habe euch ja gesagt, es gab da ein Kleid, was ich auch gerne hätte, aber es nicht in meiner Größe gab. Da hat mir eine liebe Followerin geschrieben, dass das Kleid dann jetzt verfügbar war in Größe 40. Und ich habe es sofort bestellt. Und ja, ich habe es bekommen und ich bin einfach verliebt. Also, und es war noch im Sale, ich glaube auch nur 35 Euro und ja, die Farben kann man auch gut im Herbst anziehen mit einer schwarzen Strumpfhose. Ihr seht es am Try-On, also mega schön. Ich liebe, liebe, liebe dieses Kleid, auch das andere schon von Mojito. Großer Fan von der Marke. Ich hoffe, dass sie noch mehr solcher Kleider rausbringen. Wenn, dann poste ich es gerne in der Story auf Instagram. Also wenn ihr mir da noch nicht folgt, dann tut das gerne. Da poste ich immer die neuesten Merchandise-Sachen von Shop Disney. Aber auch wenn ich in anderen Shops was Schönes finde, poste ich es immer da in der Story. Und dann könnt ihr mit Link und dann könnt ihr das immer direkt nachkaufen. Ja, bleiben wir bei schönen Sachen und Links, weil die Sachen habe ich auch in der Story gepostet. Und hier habe ich noch die Folie dran, muss ich mal abmachen. Und zwar die Sachen von Aldo. Aldo hat eine neue Disney 100 Kollektion rausgebracht und auch Schuhe, aber leider irgendwie nicht in meiner Größe. Ich trage Schuhgröße 38 und das eine Paar fängt ab 39 an und die anderen sind noch größer. Also ich hoffe, dass die noch nachkommen. Aber solange habe ich mir halt erstmal Handtaschen gekauft. Und zwar zwei Stück. Ich muss hier noch, ich habe noch überall die Folie dran. Mache ich gerade parallel ab. Genau. Ich muss aber noch gerade gucken, was die gekostet haben. Also die Tasche hat 75 Euro gekostet. Und ich finde, das ist so die perfekte Größe für Freizeitparks. Hat so ein bisschen Versace-Style, muss ich sagen. Von dem Muster her. Die Henkel sind so leicht rosa. Dann halt auch hier diese Goldkette. Ich muss jetzt mal hier Sachen rausholen. Wie gesagt, ich habe die bisher nur mitgenommen. Innen drin ist schwarz. Da passt auch gut ein Geldbeutel rein, Taschentücher, Handys, vielleicht noch eine Powerbank. Also wie gesagt, so eine perfekte Freizeitparkgröße. Und ja, ich mag die Optik sehr, sehr gerne. Und hier ist auch noch so eine kleine Tasche. Da kann man dann auch irgendwie noch, keine Ahnung, als Frau Lippenstift oder Labello oder Tampons oder sonst was reinpacken. Genau, die gab es einmal bei über Zalando gekauft und die andere, die hat 90 Euro gekostet, die trage ich im Alltag, deswegen ist da jetzt alles Mögliche drin. Das ist die Tasche, mein allseits Begleiter aktuell. Schöne Sommertasche, weil ja, weiß ist, schreibt für mich Sommer. Vorne ist Mickey und Minnie und hinten habt ihr die ganze andere Gang und innen drin, jetzt muss ich das hier noch rausholen, ist noch so eine separate Tasche. Die sieht so aus, hat so, auch so einen Versace-Style und dazu gibt es auch noch ein extra Band, das habe ich einfach so reingelegt, bisher nicht benutzt. Das heißt, man kann die Tasche im Prinzip auch nochmal separat tragen, wenn man möchte. Also super viele Tragemöglichkeiten, man kann das rausnehmen, man kann nur das nehmen, man kann beides, wie ich das jetzt habe, machen, also separate Kosmetiktasche für so Kleinkram. So habe ich es jetzt genutzt. Genau. Also, genau, die gab es auch bei Zalando, aber ich glaube, mittlerweile ist sie ausverkauft. Aber wenn es sie noch gibt, dann packe ich euch den Link unten rein. Und, nicht umfallen. Ich hasse das, ne? Kennt ihr das im Auto? Wenn ihr im Auto fahrt, irgendwie bremst oder die Tasche umfällt und dann müsst ihr alles aus dem Fußraum raussammeln. Wem ist das noch nicht passiert? Diejenigen, die vorbildlicherweise ihre Tasche immer in den Kofferraum legen oder so. Was ich irgendwie, das habe ich mir noch nicht angewöhnt. Noch zwei weitere Sachen von Aldo, von der Kollektion. Und zwar zwei Armreifen, die ich auch sehr schön finde. Einmal mit Mini. Die haben jeweils 40 Euro gekostet. Die kann man hier so schön aufmachen und dann ganz einfach anziehen. Und das andere ist mit Mickey in Schwarz. Genau, das habe ich noch nicht getragen. Aber das schon. Deswegen ist da jetzt kein Preisschild mehr dran. Ja, das sind noch die zwei weiteren Sachen von Aldo, die ich mir aus der neuen Kollektion geshoppt habe. Wie ihr wisst, war ich im August ja auch in Nürnberg meine Freunde besuchen. Wir waren ja im Freizeitland Geiselwind. Wenn ihr die Videos noch nicht gesehen habt, dann schaut euch da gerne nochmal durch. Und ich habe auch ein Geschenk bekommen.
So lieb. Erstmal wurde ich begrüßt mit ganz vielen Mickey-Ballons von den Kleinen. Ich habe ja die erste Nacht bei dem älteren Sohn im Zimmer geschlafen. Da waren überall Mickey-Ballons aufgeblasen. Und ich habe hier auch in der meiner Geschenkbox noch, ich glaube, 2 Mickey-Ballons haben sie mir noch reingelegt. Dann hat der Große mir ein Bild gemalt. Das möchte ich natürlich auch noch zeigen. Und zwar sind das, glaube ich, also das soll, glaube ich, ich sein. Das soll meine Freundin Maria sein. Und das, glaube ich, der kleinste Sohn, sein Bruder. Und er und Papa warten, glaube ich, zu Hause. So habe ich es auf jeden Fall verstanden. Genau. Und hat schon meinen Namen geschrieben, Simone. Ja. Also vielen, vielen Dank. Habe ich natürlich auch mitgenommen, das Bild. Dann gab es ein Disney-Handtuch. Gab es bei, das heißt nicht mehr dänisches Bettenlager, das heißt jetzt Jysk. Und die Kollektion habe ich tatsächlich schon zu Hause. Davon habe ich schon die kleinen und die großen Handtücher. Und jetzt habe ich noch ein großes Handtuch dazu bekommen. Also richtig cool. Dann gab es, da hat der, sie hat Brina angeschrieben, um zu fragen, was man mir denn so schenken könnte. Und Brina hat gesagt, ja, so Besteck für den Freizeitpark. Und ich habe ja schon das Besteck von Freizeitpark Traveler aus Plastik. Und das hier ist jetzt aus Edelstahl. Inklusive Box, sieht man da, ist von Lurch. Keine Ahnung, muss ich mal googeln, wenn euch das interessiert. Aber jetzt nochmal eine To-Go-Box aus Edelstahl für Freizeitparks. Richtig praktisch und werde ich direkt am Wochenende mitnehmen. Dann gab es noch Servietten, eine Kerze und eine Pflanze, die man nicht gießen muss. Und da hat der Große mir noch was gemalt. Das habe ich auch mitgenommen. Und 2 Dekoblumen. Genau. Und das letzte, das Highlight, das zeige ich euch jetzt zum Schluss. Und zwar ein Mandalorian-Comic. Ja. Der offizielle Comic zur ersten Staffel. Richtig cool, habe ich bisher noch gar nicht gesehen, dass es sowas gibt. Aber ja, gibt es. Ich zeige euch hier mal so eine Seite. Richtig cool. Ja. Weiß nicht, wo sie es her hat, aber kann man bestimmt auch googeln. Ist ein Panini-Comic. Ja, also vielen, vielen Dank. Wir hatten ein richtig tolles Wochenende im Freizeitland Geiselwind. Und ich bin froh, dass ich auch mal die Kinder wieder gesehen habe und auch meine Freundin. Es kommt leider viel zu kurz in letzter Zeit. Das müssen wir auch echt mal wieder öfter machen, dass wir uns sehen. Ja. Aber Bayern ist halt irgendwie nicht um die Ecke, ne? Es ist schon ein Stückchen, ne? Ja. Machen wir weiter mit dem Hype, der aktuell ganz groß ist, und zwar mit Locana. Ihr wisst, wer meinen YouTube-Kanal regelmäßig verfolgt und mir auch auf Instagram folgt, der weiß, dass ich von Ravensburger die 3 Starter-Decks bekommen habe. An der Stelle vielen, vielen Dank nochmal. Und bei mir ist der Sammel- und Fieber total ausgebrochen. Und ja, dementsprechend habe ich noch ein bisschen was für Nachschub besorgt. Oder der ein oder andere hat für mich Nachschub besorgt. Einmal war Nina für mich unterwegs und Nina hat mir einmal das Sammelkarten Lorebook steht hier. Also ich pack's mal aus. Da kann man halt die Karten reintun, aber es ist nicht unbedingt viel Platz drin. Aber genau, da kann man die Karten dann reintun. Und ich werde es vor allem primär für diese Mickey, die man in den Booster Packs hat, dieses vierteilige Bild nutzen und dann vielleicht noch ein paar besondere Karten reinpacken. Genau, das hat sie mir einmal gekauft. Gibt es, glaube ich, mit Stitch und wie gesagt der Evil Queen. Hat, meine ich, mindestens 20 Euro gekostet. Das hat sie mir mitgebracht. Ich habe aber noch normales gekauft bei Amazon, so ein schwarzes und auch, hier steht es, 20 Euro. Und auch so Sleeves, so Kartenhalter, also so Karten Protection Hüllen, genau, habe ich auch gekauft, hier im Nerdshop direkt um die Ecke, um halt die Karten zu schützen. Das kann ich euch zeigen, hier so, die Karte ist in so einer Hülle drin. Genau, dann hat sie mir noch 3 Booster Packs gekauft, genau, jeweils Maleficent, Elsa und Mickey. Booster Packs kosten, glaube ich, jeweils 6 Euro. Dann war mein Bruder auf der Gamescom, übrigens wird alles demnächst auf Instagram ausgepackt oder auf TikTok. Aber hier wird es auch noch ein Video geben mit meinem Freund. Dazu komme ich gleich.
Genau, mein Bruder war auf der Gamescom. Ihr habt die Karte gerade schon gesehen. Und er hat mir einmal die Goofy-Karte besorgt. Und die Voraussetzung, um die Goofy-Karte zu bekommen, man musste was kaufen. Und er hat mir was mitgebracht. Erstmal einzelne Booster-Packs noch. Und zwar, eins habe ich schon geöffnet, das hier. Aber es sind 6 einzelne Booster-Packs. Und dann hat er mir das Booster, also wie heißt denn das? Ich habe den Namen vergessen. Aber da sind auf jeden Fall, glaube ich, 24 Booster. Sind da 24 Päckchen drin? A12 Karten? Ich glaube. Ja, da oben steht es. 24 Booster Packs, genau. Und das hat er mir dann auch da vor Ort gekauft, weil online kriegst du das aktuell nicht. Vielleicht am 1. September, keine Ahnung, aber genau. Und dann hat er mir noch die Karte mitgebracht, die es nur auf der Gamescom gab. Seht ihr hier unten. Aber die Karte gibt es auch in den Booster Packs, aber halt nicht mit diesem Gamescom-Zeichen. Ja, und die ist auf Englisch. Ja, und was ich hiermit mache, mit meinem Freund, er ist ja begeisterter Magic-Spieler. Und er hat gesagt, es gibt, ich weiß jetzt aber gerade nicht, wie es heißt, es gibt einen Spielemechanismus, wo man als reinen Booster Packs sich ein Kartendeck aufbaut. Also es ist halt ein einmaliges Spiel sozusagen. Kann man auch zweimal, dreimal hintereinander. Also auf jeden Fall man teilt sich die Booster Packs auf und jeder muss dann aus den Booster Packs ein Deck basteln und dann spielt man dagegen. Ich weiß gerade, wie gesagt, den Namen nicht, aber das machen wir in nächster Zeit. Und deswegen habe ich das 24 Booster Packs Ding gekauft. Und natürlich, um zu gucken, ob ich da irgendwas Seltenes habe. Ja, also das sind die Locana Sachen gewesen. Und jetzt kommen wir noch zu Shop Disney und zum Schluss zum Disneyland Paris. Ja, Shop Disney. Ich habe es ja eingangs erwähnt, 4 Spirit Jerseys, 2 davon sind von Shop Disney. Und wir starten mit dem Jersey, weil den habe ich euch auch im letzten Haul angekündigt. Ich habe ja im letzten Haul das T-Shirt und die Ohren euch gezeigt. Und jetzt gab es den Spirit Jersey. Ich glaube, er hat 80 Euro gekostet. Es war noch Zeiten, wo Spirit Jersey 60 Euro gekostet haben. Der 100. Geburtstags-Spirit Jersey. Ich liebe diesen Fliederton. Hinten steht 100 Years of Music and Wonder drauf. Und hier unten seht ihr die Charaktere. Ein mega schöner Jersey. Ich liebe ihn. Vor allem auch die Ohren dazu sind super schön. Und der 2. Spirit Jersey von Shop Disney ist der Halloween Jersey. Ich habe zwar schon einige Halloween Jerseys. Ich werde vielleicht auch einen wieder aussortieren dieses Jahr. Mal sehen. Meine, der war auch zwischen 70 und 80 Euro. Ich kann mich jetzt nicht genau dran erinnern. Ist aber auch schon wieder ausverkauft bei Shop Disney. Hier habt ihr die Mickey vorne. Hier habt ihr ganz viele Mickeys. Und hinten steht Happy Halloween. Ja. Auch sehr schön. Aber ich höre jetzt gerade, ich bekomme eine Nachricht aus der Vergangenheit. Moni, kannst du mich hören? Ja, Moni aus der Zukunft. Ja, ja. Ich kann dich hören. Sehr gut, dann zeig mal, was ich noch so bei Shop Disney geshoppt habe. Ja, ich zeige euch dann jetzt noch die Sachen, die ich auch noch im August geshoppt habe, die es aber nicht in die Schweiz geschafft haben, weil aus Platzgründen, da ich ja mit dem Zug unterwegs war oder bin, oder es ist ja in die Zukunft, es ist wie Back to the Future gerade hier. Also ich zeige euch die Sachen jetzt hier und ja, die werden dann in die neue Wohnung kommen. Starten wir mit Shop Disney. Das ist ja auch das, mit wo ich geendet habe in der Zukunft. Fangen wir mit dem kleinen Kürbis hier an. Den habe ich mir bestellt und der hat mit Rabatt 19,20 Euro gekostet. Und der leuchtet, den kann man sogar mit Timer jetzt einstellen, das finde ich richtig gut. 30 Minuten oder 60 Minuten, dann geht er wahrscheinlich nach 60 Minuten aus. Und man kann da drauf drücken und dann ändert er die Farben. Richtig cool. Genau, also einmal gab es den Kollegen und dann gab es noch den großen Kollegen für 52 Euro. Und ich finde den Preis mega. Also für das Riesending 52 Euro kann man echt nichts sagen. Hatte ich aber auch Rabatt. Und ich bin so happy. Ich habe den ja letztes Jahr nicht bekommen. Aber der ist auch tatsächlich besser als letztes Jahr, weil der nicht so eine Disco macht, sondern einfach nur leuchtet. Ich muss jetzt auch mal hier... Habe ich auch gar nicht probiert, ob er leuchtet. Hat er auch einen Timer? Weil der hat zwei
Ne, hat nur an und aus. Okay, er hat keinen Timer. Aber ja, sieht man ein bisschen schlecht, aber so leuchtet er. Und ich finde ihn einfach auch ohne Leuchten einfach ein Hingucker in der Wohnung. Also der wird einen ganz besonderen Platz bekommen. In meiner neuen Wohnung. Oh, ich freue mich so. Aber so lange muss er erstmal hier alleine verharren bis zum Umzug. Und die dritte Sache, die ich auch nicht mitgenommen habe, jetzt muss ich nur nach dem Preis gucken, hat 28 Euro gekostet. Und das ist diese Minnie-Maus-Vampir-Leuchtkerze. Aber ich werde die wahrscheinlich nie anmachen, weil ich bin immer zu faul, unten auf anzudrücken. Aber ich finde sie auch schon so dekorativ mega schön. Ja, also das waren die drei Halloween-Sachen noch, die ich bei Shop Disney geshoppt habe. Und dann kommen wir noch zu den Küchensachen, die ich mir im Disneyland Paris gekauft habe und die auch nicht mitkommen konnten aus Platzgründen. Also das hätte ich jetzt schon mitgenommen, aber ich habe halt, lass alles hier. Einmal diese Silikonbürste für 10 Euro, also ohne Jahreskartenrabatt. Genau, kann man ganz gut immer gebrauchen. Die kann man ja auch so in die Spülmaschine werfen, diese Silikonbürsten, dann sind sie auch wieder sauber. Dann einmal den Küchenrollenhalter. Mit für eine dicke Küchenrolle. für 25 Euro ohne Jahreskartenrabatt und hat hier eine Mickey und Mickey Füße. Also mega süß und hier oben auch so eine kleine Mickey. Dann habe ich mir neue Salz- und Pfefferstreuer gekauft, weil meine sind irgendwann kaputt gegangen. Und die haben 20 Euro gekostet ohne Jahreskartenrabatt. Und dann noch als letztes diese Silikonpads, also für heiße Töpfe draufzustellen und so. Im Dreier-Set in Mickey-Optik für 20 Euro ohne Jahreskartenrabatt. Genau. Und das war die Sachen, die ich jetzt nicht mitnehmen konnte. Ich schalte zurück zu Moni in der Zukunft, die euch dann noch die restlichen Sachen aus dem Disneyland Paris zeigt. Vielen Dank, Moni aus der Vergangenheit. Jetzt wieder zurück in der Zukunft oder in der Gegenwart, würde ich sagen. Zeige ich euch noch die restlichen Sachen, die ich im Disneyland Paris gekauft habe. Einmal den Disney 100 Simba Charm für mein Armband. Ich habe ja einmal damit angefangen, jetzt muss ich es auch zu Ende bringen, aber so viele sind es ja nicht mehr. Ist auf jeden Fall super süß, muss ich gleich mal ans Armband hängen. Ich weiß gar nicht, ob er 129 oder 159 gekostet hat. Ich habe die Quittung gerade nicht hier. Die liegt im Zimmer. Wenn ich ihn online finde, dann verlinke ich euch und dann könnt ihr euch den Preis anschauen. Also es wäre 129 oder 149, aber ich glaube 129 Euro. Und da gab es ja noch 20%. Zum Glück habe ich noch 20% Jahreskartenrabatt. Dann habe ich ja, was gekauft, wie ihr seht. Und da habe ich im Fashion gibt es dann immer so an, also es gibt immer eigentlich irgendwelche Angebote an den Kassen. Und im Fashion gab es die Tasche, die habe ich schon zum zweiten Mal jetzt gekauft. Weil die super praktisch ist für 10 Euro, wenn man was über 35 kauft. Und die hat überall so Minimaus-Ohren drauf. Und die kann man dann erstmal, wenn sie aufgeklappt ist, kann man sie hier so auf den Koffer stecken, also über den Kofferhändel, was sehr praktisch ist, dann fällt sie nicht runter. Und wenn man sie nicht braucht, kann man sie einfach hier wieder in diese Tasche packen und ganz klein machen und dann wieder für unterwegs einpacken. Also ich finde die super praktisch. Wie gesagt, ich habe sie schon einmal, habe sie mir jetzt nochmal gekauft, weil ich sie vergessen hatte mitzunehmen. Ja, aber sie ist wirklich super. Also auch wenn man jetzt im Urlaub ist oder so als Strandtasche, ja. So sieht sie dann klein verpackt aus. Für 10 Euro. Dann gab es die anderen zwei Jerseys. Und zwar, wer meine Vlogs gesehen hat, weiß, ich habe mir den Pixar-Jersey gekauft. Auch für 80 Euro. Aber da gab es wenigstens noch Rabatt. 20 Euro. 20%, nicht 20 Euro. Die Pixar-Lampe ist hier vorne mit dem Pixar-Ball. An der Seite habt ihr die Charaktere drauf. Hier habt ihr Jessie, Red, oben, also hier Russell heißt er, glaube ich, und das Auto von Cars. Und auf der anderen Seite habt ihr zum Beispiel Woody und Buzz und Sully und Mike Koslowski und Miguel und Wally. Also richtig süß. Und hinten steht World of Pixar. Also ein richtig schöner Spirit Jersey, muss ich sagen. Gefällt mir echt gut. Und den zweiten Spirit Jersey, den ich mir mitgenommen habe, ist der von König der Löwen. Den finde ich auch total schön. Ich liebe ja eh Basic schwarz, also wenn die Base schwarz ist bei Spirit Jerseys. Und hier habt ihr die ganze Gang, die hier langläuft mit diesen Zeichen von König der Löwen, auch für 80 Euro. Und hinten steht Disneyland Paris.
Und viele von euch fragen mich auch immer auf Instagram, kommen die Jerseys eigentlich auch zu Shop Disney? Also wenn sie Parks Exclusive sind, wie jetzt hier, wo Disneyland Paris hinten drauf steht, oder World of Pixar, ist die Chance sehr gering. Ich weiß, es zum 30. Geburtstag den Jersey gab es bei Shop Disney, aber ansonsten kann ich mich kaum daran erinnern, dass es irgendeinen anderen Disneyland Paris Jersey online gab. Aber ich kann mich auch irren, vielleicht kommen die Sachen auch nochmal online, aber ich habe da leider wenig Hoffnung. Dann gab es noch was gratis während der Princess Week, und zwar diese Sammelkarten. Wer den Vlog noch nicht gesehen hat zur Princess Week, können da gerne einschalten. Ja, ich habe einmal Ariel bekommen, da steht dann hinten so ein paar Infos, und es gab 13 Sammelkarten, aber ich habe jetzt nicht alle, also wir waren ja eh nur einen Tag da. Merida, Raya, Vaiana oder Moana und Pocahontas, genau. Es ist ja auch so ein Ding mit diesen Sammelkarten, es ist fast wie Locana, manche sind da richtig gehypt drauf. Ich habe einige, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da sofort alle Castmember ansprechen muss und alle 13 brauche. Ist nett, dass ich die habe, aber ja, genau, ich bin da jetzt nicht so heiß drauf. Ja, und das war mein Disney August Haul. Ich muss sagen, wieder einiges dabei gewesen. Im September geht es ja jetzt in den Urlaub nach Teneriffa. Keine Ahnung, ob ich da was von Disney finde. Es geht ins Disneyland Paris natürlich zum Ende, zum 30. Geburtstag und Halloween-Season zum Start. Das ist ja Halloween-Season. Mal gucken, ob ich da was finde. Ihr seht es dann im nächsten Haul. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat vom Haul. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.